Also wir müssen jetzt for freedom. Also wir müssen jetzt einmal Geschmeidigkeit auswürfeln, wie hoch wir da sind, und einmal auf Muckis auswürfeln. Ja. Und dann können wir mit beiden würfeln. Je nachdem, welche geschafft wird, wenn ihr beide schafft. Kommen wir mit beiden würfeln. Beide sind ja zwei Bälle beim Würfeln. Ja, genau. Möchtet ihr gegen einen oder? Ich würde sagen, wir nehmen die gegen einen und dann nur fünf Runden. Oder gegen beide drei. Oder 2x3 sind 6, das ist immer einer mehr. Also, ne? Also, aber dann müssen auch beide besiegt werden. Also ich würde einmal 5 sagen. Ja, würde ich auch sagen, weil es ist. Statt 2x3. Also zwei von kriegen. Wer möchte jetzt so anfangen? Ich kenne das später. Dann würfel mal gegen wen du antrittst. Achso. Du Horst. Mit einem Würfel bitte. Dann mach ich doch mal Horst mit Horst. Hoffentlich. 6. David Hasselhoff steht auf. I've been looking for freedom. Also, jetzt würfel ich erstmal auf. Moment, David Hasselhoff fängt natürlich an, weil er geil ist. Moment. Stopp, David. You must take a drink. You must drink a little bit, then you can be. Hör doch mal auf Gesang. So much better. Ja? I've been looking for freedom. Ja, dann würfelst du bitte noch mal auf Trinkfestigkeit. Nee! Ja, dann verlierst du schon mal einen Lebenspunkt. Scheiße, ich dachte, ich könnte überrumpeln. Er fängt dann schon mal an. War ein Versuch wert, oder nicht? Muckis gerade so geschafft. Geschmeidigkeit geschafft. 4 Kegel umgeschmissen. 1, 2, 3, 4, 5 Runden sonst. Ja! Dein zweiter Wurf, bitte. Ach nee, ich bin ja dran. Stimmt. Ich bin noch durch. Stimmt. David Hasselhoff macht weiter. Das sind. Muckis hat er nicht geschafft. Geschmeidigkeit geschafft, das heißt, ich darf noch ein. Ich mach das mal da. Sind 5. Auch nicht so viel. Nee, er ist immer noch dran. Immer noch? Ja, wir machen 5 Runden. Du hast ja. Ach so! Ja, Geschmeidigkeit. Nein! Zwei. Was? Mit beiden. Geschmeidigkeit gerade geschafft. Ja. Und Muckis nicht geschafft. Okay. Also mit einem Wurf. Jawohl. Oh, das ist schon mal 6. Das sieht schon mal gut aus. Und Bügel hat mir komplett auf den Kopf gesogen und selber. Muckis, nicht und geschafft. Boning und Kegel. Geschmeidigkeit, Bügel. Gerade so, das heißt wieder mit einem. Boning und Kegel bei 2. Bügel. Zwei Bügels umgeschmissen. Du kannst ihn jetzt überholen, glaube ich. Naja, vielleicht noch nicht ganz, aber. Runde 4. Ja, Runde 3, Entschuldigung. Ist Chris nicht nochmal dran? Du musst noch 5 Runden. Wir machen 5 Runden. Ich muss jetzt wieder. Und wieder Geschmeidigkeit und Muckis. Ja, genau. Oder machst du Geschmeidigkeit? Aber nee, Geschmeidigkeit habe ich heute keine. Muckis habe ich welche. Ja, bitte. Ein Würfel. Da hat er nochmal aufgefangen. Ein. Ja, der war nicht so gut. Ne? So, Runde 4. Muckis nicht geschafft. Geschmeidigkeit geschafft. Das sind 5. Bitte schön. Beide. Achso, beide. Ja. Geschmeidigkeit. Geschafft. Muckis. Was mir sagt. Geschafft. Auch geschafft. So, jetzt bügel ich zurück. Jetzt bügel ich zurück. 9. 7. Du bist alles, was
ein Schaf oder so ähnlich. Wookies, nein. Geschmeidigkeit, ja. Ja, der lässt nach hier. Drei. Die letzte Runde. Wieder mit beiden. Geschmeidigkeit geschafft. Muckis. Doch, Muckis auch. Gerade so geschafft. Wird spannend. Noch den Platz. Neun. Okay, du hast 6, 7, 14, 23. Er hat 4, 9, 11, 16, 19. Ich bin 4 vor. Ja, ihr habt gewonnen. Ja. Sehr gut. Es ist gelungen. Du allein kannst mich verstehen. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Keine Ahnung. I've been looking for fry beer. Still the search goes on. Ja, die Tür öffnet sich. Er steht also immer noch auf diesem Flur. Und gehen durch die Tür. Eine weiße Tür. Und da gehen wir durch. Ihr wollt durch die Tür gehen? Ja, wir wollen durch die Tür. Du auch? Ja, ich geh mit. Ich mach mal. Okay. Dann geht es weiter. Ihr durchschreitet die Tür und ein helles Licht sticht euch in die Augen. Ihr seid an der frischen Luft und befindet euch auf einer Brücke, die durch einen altertümlichen Mauerbogen führt. Und auf dieser Mauer steht eine Flasche Bier. Huch, was ist denn jetzt los? Du hast das mal schon mal gesagt, eine Flasche Bier. Ich möchte ja immer eine Flasche Bier mitnehmen. Okay. Du willst bestimmt eine Flasche Bier mitnehmen. Trinkfest. Gibt ja eine auf Trinkfest. Da ist eine kaputt gegangen. Ja, richtig. Wir nehmen natürlich eine Flasche Bier mit. Könnt ihr gerne mitnehmen. Für Trinkfestigkeit. Ja. Das kann er nochmal aufschreiben. Es gibt drei Punkte. Ne? Also für? Wenn ihr mal keine Lebenspunkte habt, diese drei Punkte könnt ihr dann auffüllen. Was habt ihr denn auf Trinkfestigkeit? Nee, das ist nur zum Mitnehmen. Oder ja, nur zum Mitnehmen. Ja, ja. So. Beer to go. Ich glaube, ihr habt ja auch noch alle eure 30 Lebenspunkte. Ne? Ja. Das ist ja schlimm, das muss man mal ändern. Musst du das bringen? Er hat, glaube ich, sogar noch seine Drecksaufflasche. Ne? Der hat ja auch noch drei Lebenspunkte zum Saufen. Dreimal drei Lebenspunkte. Dreimal drei sogar. Mhm. Drecksaufflasche, genau. Nimmst du das Bier mit? Was habt ihr denn eigentlich alles noch so dabei? Da kann man ja auch noch mal ein bisschen auffrischen hier. Ich habe das Bärenfell. Was macht das? Das war Punkte. Lebenspunkte einmal. Und dann habe ich Angriff. Was einmal Lebenspunkte? Plus eins auf Lebenspunkte. Ja. Nee, Moment, da muss ich das Bärenfell, drei Lebenspunkte kann ich nur einmal nutzen. Das Bärensfell. Ja. Bärensfell? Das Bärensfell. Kommt so. Und dann habe ich noch das Stückseife. Es kann einmal gegen einen Gegner eingesetzt werden, der danach drei Lebenspunkte verliert. Man kann nur einmal benutzen. Und dann habe ich noch das Stückseife. Okay. Ja, ich habe immer noch El Sombrero auf. Ne? Gib mir Rüstung plus 1. Dann habe ich noch 6 Zigarettenkippen dabei. Da weiß ich aber nicht, was sie machen. Und dann habe ich noch ein Schwert. Aber ich habe schon eine Flasche Bier. Sehe ich gerade hier. Hast du zwei Flaschen Bier? Zwei Flaschen Bier, ne? Ja. Du kannst ja Striche hin, dann hast du zwei Flaschen. Was jetzt statt. Ja, genau. Zigarettenkippen, da weiß ich aber nicht mehr, was die machen. Und dann habe ich noch. Nee, das kannst du auch nicht wissen. Ach so. Und dann habe ich noch ein Schwert bei mir. Was 1d6 plus 2 an Schaden macht. Ich glaube, das hast du letztes Mal verloren, oder? Nein. Da hatte er die Wahl zwischen den einen und den anderen. Ja. Da war da noch irgendwas wegen der Rüstung. Genau. Ja, eine Rüstung. Mhm. Ja, ich habe Rüstung plus 1. Die Rüstung hätte der natürlich auch schaden können. Und dann wäre was anderes bei uns verloren gegangen. Jo.
du hast? Nichts. Nee, nicht wirklich viel. Nur die Drecksauflösche und die helfende Hand. Die helfende Hand war aber gut. Ja. Das ist smart. Die hat dir auch geholfen, die helfende Hand. Ja, deswegen ist es die helfende Hand. Okay, machen wir mal weiter. Ihr habt eure Sachen alle zusammen, okay. Gut, ihr steht halt auf dieser Brücke, da gibt es so einen Mauerbogen. Da steht eine Flasche Bier, die nehmt ihr mit. Sie hat eine frische Luft, die Vögel zwitschern. Ich nehme den Vogel mit. Würfel mal auf Geschmeidigkeit. Da. 5. Und ich habe 6. Ja, passt. Ja, das passt. Du hechtest nach vorne und schnappst dir diesen Vogel. Ah. Ja, das ist so eine Amsel ist das. Oh. Eine männliche Amsel. Eine schwarze männliche Amsel. Was die macht, weiß ich nicht. Du hast jetzt halt einen Vogel. Ja, toll. Und was machst du mit dem? Nimmst du den mit jetzt, oder? So, den nehme ich erstmal mit. Chris hat einen Vogel. Der flattert auch mit den Armen. Und mit der Flügel, meinst du? Ja. Mit den armen Flügeln, ne? Schenkt er sich einen Vogel. Naja, gut. Ja. Der Vogel hat 5 Lebenspunkte. Der Vogel oder er jetzt auch top? Der Vogel hat 5 Lebenspunkte. Mach ich die hinter dem Vogel oder? Keine Ahnung. Der Vogel hat 5 Lebenspunkte. Hat aber nur einen Angriff 1W6 minus 4. Das willst du mir noch mal sagen, ja. Das denke ich mir jetzt gerade auch. Aber den Vogel nicht in das Auto schmeißen kann. Vielleicht kannst du den Vogel, der kommt ja auch bis da hoch, ne? Ja. Da müssen wir nachher mal. Ich habe damit nicht gerechnet. Das ist schon in Ordnung. Deswegen heißt das Rollenspiel. Das schreibt mal auf. Angriff 1W6 minus 2. Minus 4. Der kann also nicht so viel. Angriff, was? 1W6 minus 4. 1B6. Würfel 6. Minus 4. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das heißt, wenn du mit dem Vogel angreifen willst, dann hättest du eine 1. Weil der hätte ja minus 4. Genau. Ist ja scheiße. Aber dann ist der Vogel auch weg. Nee, 5 Mal kann das machen. Der hat ja 5 Leben. Wenn den Vogel einer einhaut. Wir müssten ja hier irgendwie ins I kommen, aber. Ja, also ihr seid ja schon mal. Wir sind über die Brücke. Ihr seid über die Brücke. Ihr braucht jetzt hier nicht so lang. Jo, also ihr hört auch so, irgendwo spielt Musik. Und Menschen, die durcheinander reden. Ihr geht dann hier natürlich zur Brücke und eine Bühne steht da hinten. Da stehen so ein paar Zelte rum und so Bierzeltgarnituren. Das ist so ein Park, wo ihr drin seid. Das ist ein großer Park, da steht eine Bühne und ein paar Zelte stehen da rum, Bierzelte und Bierzeltgarnituren. Da sitzen dann auch die Leute dran. Steht denn auf der Bühne einer und singt? Nee, tatsächlich gerade nicht. Das scheint gerade vom Band zu kommen. Aber da steht auch ein Mikrofon steht da auf der Bühne rum. Ich schaue mich um. Würfel doch mal auf Faktenwissen. Ach, hab ich doch nur gesagt. Scheiße. Nee, ich sehe nichts. Ist schön. Du findest es schön. Ja, das glaube ich. Auch drüber. Auch drüber. Mach mal Faktenwissen. Schau dich mal um. Ja, er kann sich umschauen. Oh, du hast das schon mal gesehen. In irgendeiner Folge von Bürgis Welt hast du das schon mal gesehen. Irgendwas hat er gegessen. Das ist dieser Park mit dieser Bühne hinten. Mit dem Steak. Oh. Bürgis Steak. Schön lecker Steak. Da grillt auch jemand, ja?
Im Moment nicht, nee, tatsächlich nicht. Okay. Also halt, ein Bierzelt steht da, da steht dann die Bühne und dann steht da so ein paar Tische und Bänke, also so Bierzeltgarnitur, die Leute sitzen da dran rum. Ich setz mich da mal hin. Zum Tisch? Ja. Du setzt dich an den Tisch, okay. Mit vielen Leuten. Da sitzen Leute, ja. Da sitzen wir uns zu. Ja, also er setzt sich dazu, du setzt dich halt dazu und fragst natürlich auch nicht. Und die Leute, die finden das auch jetzt nicht so lustig, dass du dich da hinsetzt. Die sind auch ein bisschen pikiert darüber. Und der Typ neben dir, das ist also auch wirklich ein ganz schöner Brecher, und der fordert dir, sagt hier, du, was sitzt du dich hier hin? Du kommst doch gar nicht zu. Hier, komm, wenn du hier sitzen willst, dann machen wir Armdrücken jetzt. Alles klar. 3 von 5 Muckiproben musst du bitte... Bestehen. Musst du bitte bestehen. Okay. Ich habe 8 von 8. Gerade so geschafft. Ja. Auch geschafft. 1. Hast noch nicht du 9. Drückt halt du noch. Hast aber noch die Hälfte der Hand. Du bist auch noch drin, ne? Ja. Nochmal auf 8. Ja. Kein Problem. Er hält noch dagegen. Sylvester Stallone. Das war Nummer 2. Genau. Du müsstest jetzt mal vielleicht gewinnen gegen ihn. So, dann haben wir 8. Dann nochmal eine 7. 8. Nee, das ist eine 8. Ja, ich hab eine 7, ziehen. Ja. Ja, aber er hat ja, er braucht ja. Ja, braucht ja, das ist gut. Ja, er hält immer noch dagegen. Also eigentlich kannst du schon nicht mehr, aber wir können jetzt trotzdem noch weiter drücken. Gut. 5. Ja, der hält dagegen. Mist. Komm, einen hast du noch, aber eigentlich ist es schon hoffnungslos, aber da wir schon mal dabei sind. Hey. Oh, der war, das ist 11. 11. Oh, der so. Ja, und BOOM! Knallt er dir die Hand auf den Tisch und ja. Toll! Deine Lebenspunkte schrumpfen um 4. Weil dich die Leute zerren dich vom Tisch weg, heben dich hoch und schmeißen dich im hohen Bogen. Vom Tisch. Das ist aber nicht nett. Nee. Gut. Du hast 30 Lebenspunkte, ne? Nicht 10. Nee, das wird abgezogen. Ach so, okay. Ach, das sind deine Abzüge, ja? Okay. Ja, genau. Ja, da vorne. Die Grünen haben das. Yeah! Der Typ, der steht da. Ich habe einen Trunkfestigkeit. Ich würde sie zum Saufen auffordern. Ich habe einen Trunkfestigkeit 4. Ich habe da 8 und du ziehst mich auch an. Ihr müsst euch ja nicht an den Tisch setzen, ne? Also, wie gesagt, da steht ja. Wie jetzt erst recht? Ja, ein paar andere Leute, ein paar andere Sachen, die da auch noch. Ich hab Gesang 8. Ich gehe zum Mikro. Du gehst zum Mikro. Ja, kannst du. Ich habe Gesang 8. Du läufst also auf die Bühne, schnappst dir dein Mikro. Ja. Und gibst dein Bestes, um dem Publikum zu gefallen. Da machst du bitte 5 Gesangsproben und 3 davon musst du gewinnen. Sing you my heart immer so. Und bitte singen dabei, genau. Singen dabei. Cherry, cherry lady, wish I was a motion gewonnen. Das ist einer. Noch eine, die Leute zu. Einheben, wir wollen einheben und wir lassen es kleben. Ja, auch ganz locker, ne? Ja. Das war Nummer 2, ja? Zu überlegen, was ich singe. Du hast ja noch gar nicht vorgestellt zu den Leuten, ne? Die wissen ja gar nicht, wie sie dich nennen sollen. Hier kommt Horst. Ich versuche jetzt mal ein Ding, wo ich mich überhaupt nicht drin auskenne. Looking for freedom. Vielleicht kommt der David Hasselhoff. Vielleicht kommt hier der David. Und ich probiere mich mal mit. Nee, bei Looking for Freedom, da stürzt die Mauer dann ein. Das ist im Schlosspark ganz übel. Horst! Wo sind eure Hände? Horst! Seid ihr alle da? Horst!
kam, das habe ich jahrelang gesungen. Ich hab's. So, 5, 4, 3, 2, I've been looking for freedom. I've been looking for love. 7, auch ja, passt. Ja. Was? Ich komme noch nicht darauf, dass. Du erhältst plus 1 auf Gesang. Mach das, Horst. Gut. Ich versuche mich auch nochmal in den Arm drücken. Das, ey, die lassen doch keinen mehr hin. Du könntest noch zum Bierzelt gehen. Bierzelt klingt für sich, ja, das ist gut, das ist gut. Also du drängst dich zum Bierzelt und rempelst dabei einen Wartenden an. Und ey! Bist du bescheuert oder was? Was willst du hier? Was rempelst du hier an? Ich will was trinken. Willst du was trinken? Ja, weißt du was? Hier, Betttrinken machen wir jetzt. Was machen wir mal? Moment, du weißt doch noch gar nicht, was du machen musst. Du hast Trinkfestigkeit. Wir machen kurz eine Pause, du wolltest was machen, ne? Nee, nee, um 18. Ah, okay. Ja, dreimal bitte in 5 Versuche musst du ihn bei Trinkfestigkeit besiegen. Zählt der Würfel schon, oder? Was hast du denn? 4. Eine 4? Nee, okay, dann können wir ja mal. Was musst du jetzt machen? Musst du auch gegen würfeln. Ja, ja. Oh, das reicht aber noch. Zack, den ersten Schnaps verliert, glaube ich. Das ist einmal zu viel. Oh, da kam da schon ein bisschen, der kam wieder hoch. Nochmal aufgestoßen. Ja, ja. Zweiten Schnaps. Wieder so. Wieder nicht. Also, einmal gekotzt und der zweite geht auch schon nicht mehr rein. Ja. Mhm. War dir auch nicht gerade so? Gerade so. Eigentlich hast du schon keine Chance mehr, aber trink mal ruhig weiter. Hey, jetzt machen wir das zu Ende hier. 5. Ja, der bleibt drin. Das war ein Wasser. Das waren 5. 11. Oh, nein. Da konntest du aber auch schon mal. 2 zu 1. 9. Ja? Noch geschafft, oder? Nee. Ja, ja, auch nicht. Ja, also ihr kippt eigentlich schon weit, aber du hast ihn nicht dreimal besiegt und ja, es ist, dann, du kippst auch so doof nach hinten um und er fällt auch noch auf dich drauf und ja, kriegst du gleich schon mal 4 Schaden. Und deine Trinkfestigkeit fällt um 2. Das heißt, du hast jetzt nur noch Trinkfestigkeit 5. Ne? Mhm. Ja, das war ein bisschen viel. War bei mir eigentlich auch gesagt? Muckis? Nö. Mhm. Okay. Mhm. Der tut der Arm ein bisschen weh. Oh, okay. Ja, und ja gut, ihr helft natürlich, oder helft er ihm, helft er Freddy nicht auf die Beine? Oder was macht ihr? Ja, wir holen erstmal ein Glas Wasser und einmal so mitten ins Gesicht, damit erstmal der ganze Schmodder da aus dem Gesicht rauskommt und dann helfen wir ihm natürlich wieder vorbei. Aber erstmal bist du ihm runterheben, der ist auf dem Drachenflug. Achso, ja. Ja, dann würfel mal auf Muckis. Scheiße. Ach ja, Muckis kann ich. Wir heben mal den anderen Kerl von Freddy runter. Ich schaff's nicht. Also du hebst den hoch und fange mit um. Fällst mit um, das heißt, ihr bekommt beide nochmal einen Punkt abgezogen, einen Lebenspunkt. Oh. Ja, macht er doch so. Gut, versuche ich mal erstmal Bögi wieder hochzuheben. Wen? Bögi. Horst. Ja, die Leute, die gucken auch schon. Gut, ich versuch's mal. Ja, versuch. 4. Ja, okay, Horst, hast du schon mal hochgeholt. Jetzt stehen wir zu zweit wieder. Ja. Und können dann den Typen von Freddy wieder runterholen. Den Typen von Freddy? Sie sind beide auch ein bisschen vollgekotzt. Ne? Nee, sie hat ja schon das Glas Wasser im Gesicht. Also sie ist sauber. Ja, er ist sauber. Ja, der probiert nochmal. Jetzt will er den Typen von Freddy runterholen. Gut. Oh, 12.
ist das denn für eine Scheiße? Ihr wollt mich unbedingt. Du hebst den auf. Der scheint echt schwer zu sein. Er fällt wieder auf Freddy drauf. Freddy bekommt nochmal einen Punktabzug und du fällst auch gleich nochmal mit. Na toll. So doof, also zwei Punkte hast du mindestens jetzt schon mal. Minus. Weil du hast ja auch noch, dein Arm tut ja auch weh. Ne? Leute. Horst! Ich mach das jetzt anders. Ich ziehe Freddy unter dem anderen Typen vor. Okay, dann musst du aber, dann bekommst du ein Malus auf, mit zwei auf Muckis. Wieso? Der ist ja auch schwer, du musst den ja. Außerdem liegt er ja auch noch drauf. Nee, das schaffst du nicht. Du bleibst schon immer unter dem Typen begraben. Das heißt, stehst du jetzt mal auf oder was? Kann man selber aufstehen? Freddys nasse Hände durch die Kotze. Kannst du nicht richtig greifen. Fällt's auch noch nach hinten, zwei Punkte Schaden. Freddy geht's noch gut. Also ich versuche mal aufzuhören. Also einer hat auch Erbarmen, der steht auch auf vom Tisch und kommt zu euch. Ist so ein Punker, hat so grüne Haare hat der. Kommt, hat so einen kleinen Hund dabei. Der legt uns erstmal alle sauber. Mit der Punker. Der Punker. Was? Was macht ihr denn da? Das könnt ihr nicht verstehen. Was habt ihr denn für Gestalten? Komische. Ihr seid echt lustig. Ja, du bist auch lustiger. Der hilft euch jetzt auch hoch. Der Typ, der rollt sich auch Gott sei Dank gerade auf die andere Seite. Freddy. Habt ihr euch verlaufen? Oder was? Ja, wir dachten, es gäbe hier, wäre lustig hier bei euch. Ja. Man könnte einen Steak essen und... Ist ja auch lustig. Könnte ein Steak essen, ein bisschen was trinken. Aber ich würde auch gerne noch mal eine rauchen oder mal ein Bier trinken, aber ich habe leider kein Geld. Du, ich kann dir ein paar Kippen geben. Ja, das wäre total nett, ne? Ja, hier, du, deine grünen Haare gefallen mir. Ich gebe dir meine 6 Kippen, die ich noch habe. 6? Stimmt, viel? Mensch, ja klar, dann nehme ich die doch, danke. Bierchen vielleicht noch irgendwie? Oder? Ja, ich kann dir ein Bier geben. Das ist voll gut, ne? Voll cool von euch. Und ja, also danke, ne? Also jetzt stellen Sie sich auch gleich eine an. Also ich trage... Zünden Sie sich ein Bier an? Ich zünde mir ein Bier. Achso, ja, komm, hier. Dann, wenn du mir schon die ganzen Zigaretten gibst. Hier, ich habe hier... Ich habe hier auch, er greift so in seine Tasche und hat hier so ein Brötchen und da ist ein Steak drin. Ist das schon ein bisschen angebissen? Ja. Das gebe ich euch hier. Das ist Bögis Steak. Das ist lecker. Kennt ihr Bögi? Wir haben von ihm gehört. Ja, das ist sein Steak. Wer möchte das einer haben? Ich nehme Bögis Steak. Bögis Steak, ja. Ist bestimmt angebrochen. Das hat er hier liegen lassen. Der war ja vor einer halben Stunde oder so war der noch hier. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Bögis. Oder ist das Steak im Brötchen kaum noch zu sehen? Was ist hier überhaupt und dafür gibt Ach so, hier, die übrigens, eure leeren Flaschen, ne, nicht wegschmeißen, wenn ihr eure Biere trinkt. Die könnt ihr noch werfen. Es ist ein W6 minus 3 Angriff. Ein W6 minus 3. Da braucht man nämlich auch nicht auf Muckis würfeln oder sowas. Mhm. Nur so als Tipp. Ja, gut. Ja, also wirklich, also wie gesagt, er ist vor einer halben Stunde, ist der weg. Also ich brauche das nicht, ich werfe meine Amsel. Du wirfst deine Amsel? Ja. Jetzt? Sofort? Nein! Nehmt das auf! Wie hat sie gebrochen können? Oh Gott. Also ihr kennt Bögi, habt ihr von gehört? Ja. Das ist der Chef hier. Coole Socke, habe ich mir sagen. Ja, der kann auch gut was ab, der trinkt sehr gerne.
Ja. Wie gesagt, es war, der wusste jetzt irgendwie, ist aufgesprungen, hat sein Brötchen hier liegen lassen. Ne? Kannst du nicht dein Brötchen hier liegen lassen? Also Bögi nicht. Also der ist da hinten durch das grüne Zelt ist der durch, wenn ihr hinterher wollt. Ja, ja, ich würde den echt gerne, ich brauche ein Autogramm von ihm. Also ich würde gern mit durch das grüne Zelt und gucken, wo er hin ist. Ja, dann kommt ihr mit? Ich komme mit, ja. Viel Spaß noch in Bögis Welt. Ja, dir auch, grünhaariger Punker. Ja, danke. Die Geschichte, die dahinter steckt, die möchte ich gerne mal sehen. Du musst gucken, wo Bögis Welt da steht. Ist wirklich. Ja, ja, das wird schon mit Sicherheit alles geben. Gibt es da eine Folge drüber, über den Park und den grünen Punker und den Steg? Den Park und den Punker, ist das dann ein Parker? Würfel doch mal auf Faktenpisten. Nein. Ja, okay, geht durch das Zelt durch? Ja. Macht das auf. Ist auch sehr dunkel da drin, ihr geht da rein. Und auf einmal kommt ihr wieder aus der Tür raus und steht wieder hier auf dem Flur. Mhm. Und jetzt Georg und David Hasselhoff sind auch noch da, sitzen wir auf der Bank. Was macht ihr denn wieder hier? Also ich gehe jetzt mal zu David Hasselhoff. Mhm. Ja, ich mache jetzt einen Gesangswettbewerb mit dem. Oh, ja dann. Du bist ein Gesangswettbewerb. Ja, David, ich habe zwar nur 4, aber ich habe ja noch meine Hälfte in der Hand. Versuchen wir es. Was sagst du denn zu David Hasselhoff? Ich sag, looking for freedom. Du allein kannst mich verstehen. Ich würfel und ich habe eine 5. Das passt. Mit der Hälfte. Oh, David Hasselhoff, der muss gerade überhaupt nicht nachsehen. Dann lass mal das lieber. Der schämt sich jetzt ein bisschen. Du kannst ja einen Dialog mit Götz George anfangen. Nee, David Hasselhoff, der findet das überhaupt nicht lustig, dass du ihn im Gesang geschlagen hast. Und jetzt will er nicht mehr. Haut dir jetzt alle wieder zu. Er holt aus, aber er trifft dich nicht. Ah, gut. Wie soll er noch sein Cheeseburger nehmen? Götz George springt auf. Oh, das wird heftig. Oh, holt auch aus und haut dir voll eine rein, du Doppelsau! Puff! Okay, dann. Wächst du aus, oder? Ich weiche aus, ja. Geschmeidigkeit. Nee, warte mal. Geschmeidigkeit ist ja gut, versuchen wir es mal. Nee. Du kriegst aber, der haut dir jetzt aber richtig ein in die Fresse. 4 Punkte. 4 Punkte runter, 4 Lebenspunkte. Ja. Hälfte weg. Was machst du? Ich werf die Amsel. Auf wen? Auf wen? Auf Götz George. Okay, dann wurf mal. Ach so, er versucht mal auszuweichen. Nee, er weicht nicht aus. Und bekommt wie viel? Nee, brauchst du gar nicht würfeln. Ach so, die Amsel hat. Du musst einen Würfel nehmen. Einen Würfel, das. Nix. Nee, okay. Keine Schade. Drecks. Die Viecher jetzt halt im Raum. Na toll, ich fange sie wieder an. Horst. Wächst du wieder ein? Ja! Vielleicht in der nächsten Runde. Ich kann doch jetzt Götz George nicht mit dem Schwert eine runterbraten. Du kannst ja auch David Hasselhoff einen verpflanzen. Ich kann Götz George sogar niedersingen mit dem, was ich angesagt habe mittlerweile. Aber singen will er ja nicht. Was mache ich? Muckisinen geschmissen, Geschmeidigkeit. Ich sag zu Götz George, Alter, lass doch mal den guten Mann in Frieden. Wir suchen doch nur das Bögi. Das ist doch scheißegal. Warum bist du so aggro? Ich bin Götz George. Das würde ja zu Klaus Kinski passen, aber gut.
Nee, der würde sagen, ich verstehe die Frage nicht. Ach, das war schon übel. Ja. Darf ich kurz auch noch eine runterhauen? Nein. Nächste Runde vielleicht. Dann hole ich meine runter. Ich habe auch noch das Eisbebenfell. Ja. Willst du das einsetzen? Oder? Ja. Ich werde nochmal 3 Lebenspunkte für weniger. Also du schmeißt Götz George das Eisbärenfell über, oder? Wo? Weil der ist ja so aggro. Okay. 3 Lebenspunkte weg, ne? Mhm. Okay, dann streich dir dein Fell mal weg. Und das macht den auch sehr aggressiv. Aber das Eisbärenfell, ne, doch, er schafft es gerade so. Er würde angreifen, und zwar dich. Mich? Ja, er sieht ja nichts. Er holt einfach aus. Ja, ich kann mit Geschmeidigkeit ausweichen, ja. Ne? Da ich ja auch noch Rüstung El Sombrero anhabe, habe ich einen 9. Also ich werde dann ausweichen. Okay. Ja. Das trifft mich. Hast du Glück gehabt, David Hasselhoff? Ja, würde auch treffen. Du! Du kannst besser singen als ich. Willst du ausweichen? Ich muss kurz bestellen. Das schaffe ich. Nee, doch, schaffe ich. Okay. Ist drin. Gut. Glück gehabt. Scheiße. Das machst du. Ach, du wolltest deinen Vogel einfahren wieder, ne? Oder? Ja, machen wir auch gleich. Was kann man denn mit dem Mord? Oder wolltest du nicht? Der kann man ja nichts mehr machen. Der hat übrigens auch nur noch 4 Lebenspunkte, der Vogel, weil der ist ja einmal vorbeigeflogen. Ja, lass mal fliegen, fangen wir mal ein, wenn er gerade nicht kann. Ich wollte also schon. Er ist am Handy. Chris setzt sich da auf die Bank und. Ich schnapp die flatternde Amsel. Ja, dann mach mal auf Geschmeidigkeit. Minus 1. Nee, ich krieg's doch nicht. Du springst hoch und kommst so doof auf und verknackst dir deinen Knöchel und es ist ein Lebenspunkt weniger. Was zum Teufel heißt Chimney? Kamin. Kamin. Schornstein. Ja. Schornstein. Würfel doch mal auf Fangen. Nee, ich muss das hier verifizieren. Frag doch mal David Hasselhoff, der kann Englisch. Also ich würde es von Mary Poppins ableiten, Jim Jim, ja. Das ist Schornstein. Das ist Schornstein, so Freddy. Aber ich habe ja nur Faktenwissen rein, Entschuldigung. Ja, mal immer Faktenwissen, warum ist Götz-George so aggro? Ob er irgendwie ein Problem hat oder so. Ja, mach mal. Ja, der ist halt, das ist halt Bögis Welt, da ist das. Die sind so geschrieben. Götz George wollte auch mal googeln, aber hat er noch nicht gemacht. Er wusste auch nicht, ob er eigentlich schon tot ist. Okay. Okay, David Hasselhoff trifft nicht. Hauen die uns immer noch? Die hauen euch immer noch. Jetzt George holt aus wieder. Was ist denn das für eine doofe Frage? Und würde dich treffen, wenn du nicht ausweichst. Das ist Geschmeidigkeit, ne? Ja. Weich aus. Okay. Du weichst aus. Ich nehme mein Schwert. Halt, er ist noch dran. Einen Moment, ich muss. Ja, okay. Er spielt da dran. Ich nehme mir mein Schwert und ich muss mit Muckis würfeln, ne? Ja. Und haue Götz George was auf die Ohren. Und haue auch richtig zu. Er weicht aus. Ja.
Aber dann ist schon mal einmal ausweichen für Blitzgeorge für diese Runde weg. Freddy. Dann versuch ich auch nochmal. Hau den Götzen ab, hau den Götzen ab. Er kann nicht mehr ausweichen. Zwei plus Punkte. Angriff, die Seife sind dann drei. Ich habe hier die Seife noch. Drei. Er klebt immer noch an seinem Handy, ich hau auch nochmal auf Götzgeorge. Nee, erstmal sind Götzgeorge und der wird jetzt noch wieder. Achso. Nein. Die haben ein bisschen Respekt jetzt. Nachdem die Seife geflogen ist. Ja, du guckst immer noch auf dein Handy. Er guckt immer noch auf sein Handy und weiß nicht, was er so macht. Er googelt nach Götzgeorges Tod. Ja. Würfel doch mal für ihn auf Fakten wissen, ob er das schon weiß. Ob er schon was gefunden hat. Lebt Götzgeorge noch? Nein. Aha. Götzgeorge ist schon tot. Aha. Ich nehme nochmal mein Schwert. Götzgeorge, nach dieser Information, kriegt Panik und haut durch die Tür ab. Durch die Tür. Er haut ab. Götzgeorge ist. Das hat ihn sehr schockiert, dass er tot ist. Aha. So einfach ist das. Ach so, ja. Dann nehme ich jetzt mein Schwert und haue auf David Hasselhoff ein. Oh, ernsthaft? Das ist doch scheiße. Ja, finde ich auch. Und verfehle ihn. Darauf. 8 passt. Ausgewichen. David Hasselhoff versucht sich noch zu erheben. Nein. Er sitzt noch auf seiner Bank. Ja, dann hole ich auf David auch nochmal drauf. Diesmal aber volle Keule. Oh, er kann gerade so ausweichen. Ich bin auch drin. Er kann nicht mehr ausweichen? Nee. Also er weicht dir aus und rennt dir voll in die Faust. Mit 5 plus mein Angriff 6. 6. Boom! Fällt mir gerade kein Lied an. Der wird jetzt drauf, außer Looking for Freedom. Und du? Das hat er noch so gesungen. Egal. Oh, er würde treffen. Und zwar dich. Ich hau ihm auch noch mal welche auf. Ich glaube, wir machen das jetzt hier alleine. Und treffe auch. Oh, okay. Nein, er kann nicht aus. Oh, doch, kann er. Er steht doch, er reicht aus. Schade. Oh, jetzt macht er den Schnaps auf. Ja, sprechen auf hier. Wir müssen. Vielleicht können wir David Hasselhoff auch betrunken machen. Dem hinten einen Schnaps ab. Schnaps und einen Schießkörper. Schnaps und einen Schießkörper. Würfel doch mal auf Fakten wissen. Was ist denn? Was? Ja, also Fakten wissen habe ich 6. Ja, aber das ist nicht. Bist du jetzt nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist? Warte mal, wir ihr habt ja auch. Er hat Fakten wissen. Er ist ja noch gar nicht dran. Ach so. So. David Hasselhoff ist wieder dran. Oh, er würde treffen. Und zwar dich. Ausweichen. Kannst ausweichen, wenn du willst. Kannst aber auch sagen. Ich weiche ganz locker aus. Ganz locker ausgewichen. Komm, ein. Aber nur einen halben. Danke. Ich muss ja noch fahren. Ne? Wir gießen. Ja.
Wir nehmen, nein, wir gießen uns zur Stärkung selber einen Zaubertrank. Einen Zaubertrank. Wo hast du den her? Der war ganz spontan. Wo hat man den her? Den führen wir gar nicht mit. Nee, den haben wir unter der Bank von Chris gefunden. Das glaube ich nicht. Da stand eine Flasche rum. Da stand eine Flasche rum. Das glaube ich dir nicht. Nein, der Punker mit dem blauen Haaren, der hat die auf einmal da neben sich am Tisch stehen gehabt. Hat er vergessen mitzunehmen. Die haben wir mitgenommen, das haben wir auch nicht gesagt. Der Vogel hat einen Umweg gesagt. Genau, die flatternde Elster hat. Der Vogel, der ist schon hier die Treppe hochgeflogen. Ach so. Die Flasche ist David Hasselhoff aus der Tasche gefallen. Glaube ich nicht. So, wer ist dran? Chris ist immer noch. Der guckt immer noch. Der macht einfach nicht mit, der hilft euch überhaupt nicht. Prost. Grüß dich. Sauf auf rein, ja. Oh, der riecht aber. Darf ich mal für dich Fakten wissen? Mach mal nochmal. Darf ich mal für dich Fakten? Ja, mach mal. Chris fragt, was ist mit Cheeseburgern und Schnaps bei David Hasselhoff auf sich hat. Und kommt auch durch mit der Frau. David Hasselhoff mag sehr gerne Cheeseburger und Schnaps. Ja. So, habt ihr was dabei? Ich biete David Hasselhoff Bürgi Steger. Bist du sicher? Ja. Ja, okay. Wenn du ihm das anbietest, nur für doch mal auf Fakten wissen. Nee. Du überlegst noch, aber. Nichts. Nein, der Hasselhoff macht auch gar nichts, er ist ein bisschen verwirrt. Moment, scheint etwas verwirrt zu sein. Ja, Steak und Cheeseburger sind in dieser Seite. Das ist so ein Steak ist eigentlich kein Cheeseburger. Was war mit dem Kerl? Außer wenn wir dann einen reinhauen, bleibt uns ein Zügel. Will ich doch mal was oder so machen. Meine Güte. Tanzen? Kann man mit dem tanzen? Tanzen, singen haben wir versucht, singen wir da nicht. Die haben bei Baywatch gespielt. Schwimmen. Oder nicht weiter. Wollen wir ein Auto fahren? Wo kriegen wir jetzt ein Auto her? Der hat nur Sekt um die Hälfte lang. Nee, da ist auch kein Auto bei. Also schwimmen oder? Hat er denn eine Badehose an? Würfel doch mal auf Fakten, bis auf du siehst, was der so anhat. Was hat er denn an? Weiß ich nicht. Kannst du dir jetzt machen, du siehst doch, was er anhat. Hat er Schwimmen? Hat er Badeklamotten oder hat er seine Lederjacke? Oder eine Lederjacke. Die Lederjacke, das ist dann wieder so oder ein Beides. Ja, ne? Was hat er an? Was siehst du? Die Lederjacke. Der hat nur eine Lederjacke. Mit einem roten Mann, mit einem roten Schlippi unten drunter. Und, aber, graue Stiefel. Stiefel, roten Schlippi und eine Lederjacke. Ist gut.
finden das überhaupt nicht lustig, dass du hier. Und würde treffen. Und zwar dich. Du hast am lautesten gelacht. Du! Weich aber aus. Ja. Weil er so unhumorisch ist, hau ich ihm welche in die Fresse. Und treffe auch. Oh. Aber er weicht sehr geschickt aus. Bei mir weicht er mal aus. Ja. Treffe? Er kann nicht ausweichen. Mit 3 dann. 3? Jo. Das tat ihm sehr weh. Deswegen versucht er auch gleich. Nein. Es tat sehr weh. Er kann auch nicht mal zurückhauen. Dann hau ich noch mal drauf. Bitteschön. Und treffe auch. Oh. Ausgewichen. Warum bleibt der bei dir stehen? Bei mir bleibt er aus. Weil ich frette. Ja, weil sie frette. Jetzt nicht nur. Ja. Nein. Er muss doch kaputt zu kriegen sein. Ich kann ja auch die leere Flasche nach ihm werfen. Hast du eine leere Flasche? Ja. Nee, du hast eine volle. Ich habe vorhin die eine leere, hat er doch gesagt. Habe ich doch dann aufgeschrieben. Dass man die mitnehmen kann, damit kann man. Ja, aber der hat. Nein. Die hat, du hast doch eine Flasche, hast du doch. Den Packer. Die hat er doch mitgenommen. Das stimmt. Das kann. Du müsstest deine Flasche austrinken. Dann hättest du wieder eine leere. Ja, dann fülle ich ja die 3 Lebenspunkte bei mir dann auf, ne? Wenn ich die austrinke. Ja. Und dann trinke ich die Flasche Bier mal. Mhm. Okay, dann nächste Runde darfst du sie werfen. Okay. Ich nehme jetzt trotzdem mein Schwert und hau dem nochmal welche auf die Oma. Geht ja so nicht weiter. Und treffe auch. Also, ich komme auch durch. Ja, er kann nicht ausweichen. Dann kriegt er jetzt. Der ist so abgelenkt, dass du da dein Bier trinkst. 3 halt plus 1 W6 plus 2 Schaden. Achso, 1 W6 plus 2, also 5. 5 Schaden. Wegen deinem Schwert. Ja. Oh, der hast du jetzt aber ganz böse getroffen. Ziehst ihm das Schwert einmal so richtig schön hier über die Brust. Blutet auch ganz stark. Das sieht nicht schön aus. Du hast besseres Faktenwissen. Frag ihn mal. Er spricht in seine Uhr. Geht, hol mich an. Frag ihn, wo Bögi ist. Wo ist Bögi? Treppe hoch! Bei der Folie. Treppe hoch! Bei der Folie. Ja, wahrscheinlich. Lasst mich! Willst du ihm noch einen Darmstoß geben? Ja, ich schmeiß die leere Flasche. Ja, dann werf mal. Die beiden oder ein? Moment, was hab ich denn hier gesagt? Flasche. Bei 1W6 minus 3 macht die Schaden. Also mit einem Würfel? Ja. Triffst du nicht. Macht voll vorbei. Super. Paff! Hau ich ihn jetzt ganz rum und stecke ich ihm das Schwert jetzt. Moment, er ist ja noch dran. Achso. Nochmal, aber während ihr da diskutiert, würde er treffen, und zwar dich. Ja, Moment, du musst da erstmal. Oder willst du nicht ausweichen? Doch. Nochmal würfeln komplett. Das war jetzt mal kein. Ja. Okay. Ja, er hat auch sehr langsam geschlagen. Wenn der immer noch so nachtritt, dann hau ich ihn jetzt noch mal. Ja, Alter. Treffer aber nicht. Hast du auch ein bisschen Erbarmen noch, ne? Ja, meine Klinge, der Griff an meinem Schwert ist so blutig, das ist mir so ein bisschen weggeglitscht. Aber bei mir hängt sie noch.
habe ich 8, also bin noch drin. Oh, er kann auch gerade so, er dreht sich nochmal zur Seite. Und er nimmt so ein bisschen Anschwung und rutscht noch auf seinem Hut so den Fliesenboden lang. Und er schleppt sich noch zur Tür und verschwindet. Also jetzt sind die beiden da in so cool. Ich kann euch ja hier nicht David Hasselhoff umbringen lassen. Warum nicht? Ja, wollen wir nochmal das Volk versuchen, oder? Ja, müssen wir ja, weil wenn er sagt, er ist da oben die Treppe hoch. Dann gehen wir nochmal zum Volk hier. Ja, wir gucken. Haben die irgendwas da gelassen? Nö, ne? Ja, so ein paar Scherben liegen da rum, so ein bisschen Blut. Ja, so eine Blutlache. Ist ja nichts Tolles. Dann müsst ihr auch immer durch die Blutlache durch. Ja. Wir müssen pinkeln und wischen die Blutlache damit weg. Machen wir jetzt eine Pause. Eine Pinkelpause. Von zwei Kilometer. Also, was? Wollt ihr jetzt dahin pinkeln oder nicht? Ja, wir spülen das Blut weg. Damit wir nicht ausrutschen drauf. Freddy und ich. Stopp mal, wer will denn hier wohin strömen? Ja, weiß ich überhaupt nicht. Freddy und Horst pinkeln das Blut von David Hasselhoff. Der würfelt mal bitte auf Geschmeidigkeit. Du hast nur so einen Plätschern, auf einmal guckst du wieder hoch und. Nee, ich schaff's alles, nicht. Alles voller Blut. Ich auch nicht. Ja, ihr geht also. Tippelt so ganz langsam schon an das Blutrad und. Rutscht aus. Ja, danke. Und verliert 6 Lebenspunkte. Eieieiei. Und seid auch noch voller Blut. Ja, genau so sitzt du da und denkst, was ist hier überhaupt los? Du hast ja nicht mitgekriegt, wie ich David Hasselhoff versucht habe abzuschlachten. Und er blutet halt wie ein Schwein in der Brustwunde. Genau, erklärt ihm das mal, was da los war. David, Götzke Orr ist geflüchtet, nachdem wir wussten, dass, ja. Dass er schon tot ist und der Heiligen Geist ist. Das was? Ach so. Götzke Orr ist ja schon tot. Richtig, hat ihm keiner Bescheid gesagt. Nein, nee. Das haben wir ihn mitgekriegt, hat, ist er ins grüne Zelt. Ist er dann durch die weiße Tür abgehauen. Ach so. Und David Hasselhoff, dem habe ich so einen Cut quer über die Brust mit meinem Schwert versetzt, hat geblutet wie ein Schwein, warum ist alles voller Blut. Der hat dann Kind zur Hilfe gerufen und hat sich auch durch die weiße Tür gerettet. Wen hat er zur Hilfe gerufen? Kid. Kid? Achso, ich hab Kim verstanden. Kid? Kim with a kid in America. Whoa, with a kid in America. Also, ihr seid schon über die Blutlache rüber. Wir sind über die Blutlache rüber. Du versuchst das auch noch mal. Ich würfel jetzt mal wieder auf Geschmeidigkeit. Geschmeidigkeit, da habe ich die 6. Und er kommt durch. Ah, ein junger Gott, ausgeruht. Hat ja auch nicht viel gedacht jetzt gerade. So, was gibt es jetzt noch zu entdecken? Also Bögi ist Richtung Faultier. Abgehauen. Warum das denn schon wieder? Hat uns David Hasselhoff kurz vorm Sterben verraten. Was hat er dann gesagt? Er ist noch die Treppe hoch. Faultier. Ah, zum Faultier. Was willst du noch mal Faultier? Weiß nicht, wenn, es fehlt hier oben ja noch was bei Bögi. Ja. Ne, da fehlt ja bei ihm noch was. Da kackt der Vogel. Ja, denn der schwirrt da oben auch schon irgendwo rum. Aber wir gehen die Treppe hoch. Mhm. Okay. Was? Sieh zu. Hier geht die Treppe hoch. Ja. Würfel. Wir gehen erstmal die Treppe hoch. Und ihr hört auch irgendwie so ein ganz komisches Geräusch von oben. Wo das Faultier hängt, das ist irgendwie so. So. Würfelt mal auf Fakten wissen, ob ihr wisst. Vielleicht erkennt ihr das? Was? Nee. Ja, du kannst das noch nicht so ganz einordnen. Ich kann. Ja, das ist so ein komisches, so ein Knurren so ein bisschen. Der Hund von Baskerville. Nein? Nee, das scheint... Also das ist Folge 29 doch nicht gekommen. War da der Hund von Baskerville? Nein, aber das Faultier. Das scheint von dem Faultier zu kommen. Das ist so... Stirbt es? Das dreht auch den Kopf zu euch. Ich frage das Faultier. Stirbst du? Warte mal.
Hat seinen fahren lassen. Frag, ob es kackt. Frag das Frau Kiegen, ob es kackt. Nein, es kackt nicht. Es kackt nicht, hast du gewürfelt. Nein. Ja, dann würfel. Er stirbt jedes zweite Faultier beim Klogang. Vielleicht sollte ich es zum Essen anregen. Ich biete den Faultier einen Bügelsteg an. Oh. Hältst du das so hoch? Oder? Ich halte das so hoch. Oh ja, das Faultier. Kommt so ganz langsam runter. So eine Strickleiter. Lässt es runter. Dauert ein bisschen. Und ich gebe dem Faultier Bögi Steak. Kannst du dann bitte wegstreichen, das Steak? Weißt du dir gerade einen Bart? Hat das Faultier einen Bart? Das ist ja Vollbart. Also das hat ja Vollbart. Vollbart. Sozusagen, Faultier haben immer Vollbart, weißt du? Ja, natürlich. Bögis Steak. Das schmeckt. Ist dann auch das Steak, frisst es auf. Klettert wieder seine Leiter hoch. Und ihr seht, das hing, wo das Faultier war, da ist auch so eine Luke oben in der Decke drin. Da steht Hashtag 26 drauf. Klettert hoch. Macht die Luke auf. Klettert durch die Luke. Ich würde sagen, wir klettern dem Faultier hinterher. Ja. Und das ist ja Zeit, bis das da oben ist. Dann. Wir klettern dem Faultier hinterher. Mhm. Ihr klettert hinterher. Hier ist ein Gang. Und führt. Hier oben ist auch wieder so eine Luke drin. Ist alles offen. Und steht in einem weiteren kleinen Flur. Kommt hoch. Hinter euch ist eine Wand. Und wenn ihr guckt, da sind drei Türen. Eine führt geradeaus. Mhm. Eine links, eine rechts. Und links ist auch so ein Schild, Bart steht da drauf, auf der linken Tür. Steht auf der mittleren und auf der rechten Tür auch noch was drauf? Nein. Die rechte, geben uns so die rechte Tür hat so eine, ist auch so eine Glasscheibe drin. Ich gehe mal zur linken Tür. Du gehst zur linken Tür. Und du willst ins Bad. Du willst ins Bad. Ja. Dann öffne ich die. Okay, dann würfel mal bitte mit einem Würfel. Auf was muss das? Geschmeidigkeit? Nein, nur so. Erstmal einfach nur einmal würfeln. Sechs. Mhm. Du öffnest die Tür. Ist ein normales Badezimmer, ist eine Dusche drin, ein Waschbecken und eine Toilette. Auf dieser Toilette sitzt ein totes Faultier. Also nicht dasselbe wie das eben. Das scheint das wohl zu sein. Du kannst ja aber auch Function Wissen würfeln, ob das gleiche Faultier ist. Ja. Ist es das gleiche Faultier? Zwei passt. Einwandfrei, das ist das gleiche Faultier. Das hat noch so ein bisschen Steglose hier. Tot, ist auf dem Klo tot. Ich pack's ein. Du nimmst das tote Faultier mit. Faultier Steak. Du nimmst das tote Faultier mit. Okay, warte mal. Da muss ich mal kurz hier gucken. Das ist nämlich schon mal passiert. Das ist nämlich schon mal passiert. Kannst du mitnehmen, gibt aber minus 1 auf Geschmeidigkeit. Ich lasse es liegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Gibt es noch irgendwas Besonderes in dem Raum? Können wir beide auch in das Bad gehen? Ja. Dann würden wir uns nicht sauber duschen. Dann würden wir uns nämlich immer sauber machen. Ah. Würden uns das Blut mal so abwaschen. Ja. Mit der Dusche. Mit der Munddusche. Ich durfte immer auf Fakten wissen. Nee! Ihr steht da drin, ihr habt auch irgendwie Sprung, was habt ihr vorgehabt, aber. Ich dusche die beiden. So. Dann würfel mal bitte auf Faktenwissen und auf Geschmeidigkeit. Mit jeweils einem Würfel oder. Nee, na, okay. Jetzt auch Faktenwissen. Also Faktenwissen. Passt. Dann würfelst du wieder auf Geschmeidigkeit. Und das sind 9. Fakten. Nee, Geschmeidigkeit. Geschmeidigkeit habe ich 6, das passt nicht. Oh, so. Machst die Dusche auf und nimmst dir den Duschkopf und dusch dich ab. Ich dusche mich ab. Das ist gut, die beiden sind saudreckig, aber ich dusche erstmal. Ja, wenn du so ein kleines Folge angepackt hast. Also wir gehen blutig, aber trocken aus der linken Tür raus und stehen vor der mittleren Tür. Du auch hinterher? Kommst du hin mit denen daher? Ich guck mir das Faultier mal an. Du gehst wieder aus der Dusche raus, würfel mal bitte auf Geschmeidigkeit. Was? Ja gut, du bist nämlich sehr nass, du musst aufpassen auf den Fliesen. Ja, du guckst das Faultier an, okay. So, riecht das Faultier? Ja. Schlecht. Hat es noch irgendwas anderes in der Hand, außer dem Steak vielleicht? Das Steak hat es aufgegessen. Das hat es aufgegessen. Woran ist das denn gestorben, das Faultier? Am Stuhlgang. Würfel doch mal auf Faktenwissen. 9. Das passt leider nicht. Der wird es nie erfahren, wenn ich voll muss. Der wird es nie erfahren, wenn ich voll muss. Jedes zweite Faultier stirbt während des Klogangs. Na gut, es ist tot. Dann gehe ich jetzt raus. Zu den anderen. Ich auch so ein bisschen nach AA in dem, unter dem Faultier. Dann gehen wir sofort raus. Am Scheißen gestorben. Jedes zweite Faultier stirbt beim Kacken. Ja. Gut, also. Wir stehen vor der mittleren Tür. Du hast halt schlecht gewürfelt, das wird mir ja leid. Wir stehen vor der mittleren Tür und. Also, du willst aus dem Raum raus. Ja, ich gehe. Würfel bitte nochmal auf Geschmeidigkeit. Passt. Ja, gut, nichts passiert. Du musst nämlich vorsichtig sein, du bist nass. Und wir würden die Tür öffnen. Welche? Die mittlere. Die ist abgeschlossen. Gibt es dafür einen Schlüssel? Zerschlag sie mit deinem Schwert. Danach aus. Zerschlag sie mit deinem Schwert. Da ist auch noch eine Tür, ne? Okay, zerschlag die Tür mit der anderen Tür. Genau, wir hängen die Bartür aus und schlagen damit auf die mittlere Tür ein. Würfel mal bitte auf Muckis. Passt. Okay, also du nimmst die rechte Tür. Die linke, die WC-Tür. Die WC-Tür? Die Banktür. Die ist ja eh auf. Die ist ja eh auf. Kann die aushaken. Gut, kannst du aushaken, ja. Und schlag damit auf die. Mach bitte nochmal auf Muckis. Da hab ich doch. Ja, ist nochmal. Das ist jetzt ausgehängt. Ja, passt immer noch. Okay, du schlägst mit der Tür auf die mittlere Tür. Die Badtür, die geht auch irgendwann kaputt. Aber die andere, da passiert nichts. Gut. Dann werden wir vielleicht den Schlüssel in der rechten Tür finden. Dann gehen wir zur rechten Tür. Oder? Ist dann. Wow. Ist dann Schlüssel drin? Wo? In einer der anderen Türen? Könnt ihr nicht mehr erkennen, da liegen überall Holzstücke jetzt auf dem Kopf. Ach Mist, warum hast du das gemacht, Mann? Toll! zerschlag doch die Tür mit deinem Schwert. Wir können doch aber einfach in die rechte Tür reingehen, gucken, was da ist. Vielleicht finden wir da einen Schlüssel. Zerschlag doch die Tür mit deinem Schwert. Gut, gehen in die rechte rein. Du gehst auch hinterher? Wer geht denn zuerst? Geh ich. Okay, du gehst hinterher? Ich
hinterher. Ist auch hinterher. Du wirf mal wieder auf Geschmeidigkeit, weil du bist nass, du musst aufpassen auf den Fliesen. Ich gehe nicht mehr duschen. Völker 7. Passt. Ja, gut. Nichts passiert. Ihr geht durch die rechte Tür. Ja. Und ihr kommt in ein kleines Wohnzimmer. Da ist eine Couch, ein Tisch, so ein Steintisch, eine graue Couch. Und da sitzt einer, hat so einen Zylinder auf, ein schwarzes Jackett und ein Bart. Oh, hallo, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Ah, die habe ich doch gesehen, die Folge. Vor vielen Jahren hatte ein Mann eine Vision. Eine Vision von etwas Großem. Etwas. Willkommen im Jurassic Park. Doch heute liegt seine Vision in Scherben. Es ist nichts Großes geworden, nein. Doch dieser Mann hat immer weitergemacht und hat sich nicht aufhalten lassen. Dies ist die Welt, die er erschaffen hat. Ihr habt es bis hierher geschafft und das heißt, ihr seid würdig, ihn persönlich zu treffen. Ja. Dem Meister der Matrix. Er lächelt auch ganz freundlich. Wenn ihr euch mit mir duelliert. Ja, wer hat denn hier die Meister? Er zieht eine Konfettikanone und schießt. Übrigens geht dieser Kampf nicht auf Muckis, sondern auf Geschmack. Sondern auf Faktenwissen. Nein. Ein Dings. Ja, ja. Oh, er würde aber sagen, er schießt vorbei. Habt ihr mal Glück gehabt. Acht, das ist leider auch nicht drüber. Fuck. Oh. Ich auch jetzt ein. Das ist schon der dritte, ne? Du hast da unten schon zwei. Das heißt, das gibt dann bitte mal einen Abzug auf Geschmeidigkeit. Zu Recht. Darf ich jetzt trotzdem noch würfeln? Darf ich. Faktenwissen, das ist nicht meins. Bin ja auch drüber. Okay. Ja, probier es nochmal. Wisst ihr denn überhaupt, wer das ist? Ey, wirklich. Würfel doch mal bitte auf Faktenwissen. Der Mann rein, ey! Was? Ja! Und wer ist es? Der Jan! Nein, das ist Abraham Lincoln, das ist schon richtig. Oh, er würde treffen, und zwar diese Konfetti-Kanone, die streut sich nämlich. Das heißt, er würde zwei von euch treffen, und zwar euch beide. Ihr könnt ausweichen, wenn ihr wollt. Ausweichen. Nee. Getroffen. Drei. Zwei. Schaden. Also. Ich habe aber mein El Sombrero auf. Ja, dann hast du dir nur zwei. Aha. Du hast ja einen Rüstungsschutz. Mhm. Ja, bin ja nicht so spaßiger. Chris. Du. Auf Fakten wissen. Bin da, ja, genau. Passt. Mhm. Oh, er wollte gerade so ausweichen. Nochmal? Nein. Oh, fuck. Nee. Auch nicht. Bitte, neun. Ja,
2 würde treffen. Und zwar dich und dich. Auf was? Fakten müssen wir? Ausweichen. Geschmeidigkeit. Geschmeidigkeit muss ja, jetzt noch ausweichen. Passt. Okay. Schlechter Schütze. Naja, ja, ihn hat er schon getroffen. Du bist da. 4. Passt. Passt. Ausgewichen. Du hast dein Schwert, dann kann er damit nichts machen. Nee, das macht ja nur den Schaden. Also muss ich treffen, aber da ich mit Faktenwissen arbeite. Nee. Nee. Nein? Ja, nicht gut, ne? Mehr Fakten. Nein. Was? Nein. Gut. Ja. Schlicht vorbei. War Fehlzünder. War. Fehlzünder ist die Schnur abgerissen. Ja, genau. Ist nicht explodiert. Scheiße, ja. Ja. Außer mit Ausweichen. Nee, wohl nicht. Nee, ich könnte es aber wieder draufhauen. Ich habe leider die andere Salbe hier auch nicht mehr. Nee, die hat es ja nicht mehr gefunden, ne? Nee, die ist. Gut, hauen wir drauf. Mucki ist 8. Nee, Fakten bist du bitte. Fakten bist du, Entschuldigung. Ja, passt natürlich. Schaden machen. Also jetzt mit Mookies? Nein, mit einem Würfel. Ein Würfel, Schaden. 5. Nice. Dass die sich alle kloppen wollen, da. Das ist ja ganz schön aggressives Völkchen. Ja, ich versuch's da wieder mit meinen Dreier-Fachwissen und komme sowieso nicht weiter. Also Horst, der setzt sich da irgendwo hin. Aber ich. Oh, der kann nicht ausweichen. 4 plus ein 1, 5. Mhm. Er greift wieder auf seine Konfettikanone und würde treffen euch beide. Ausweichen. Kann ja ruhig mal. Wir müssen mal schlechter spielen. Nein, wir müssen besser spielen. Mit Messer spielen? Besser spielen. Spielt du besser, genau. Ja, ihr habt einfach zu gut gewürfelt. Wir können ja nichts dafür. Nee. Ja, da musst du jetzt anhalten. Greifen wir an mit Faktenwissen und das passt. Mit dem vielleicht auch das Faultier das gesehen. Das hat er ausgewichen. Mit dem Faultier hauen oder was? Ich verkloppt ihn mit dem toten Faultier. Nee, ich. Auch drüber. Okay. Ich würfel nochmal. Oh, er würde treffen. Euch beide. Schon wieder. Na, da trifft er wohl. Mich trifft er nicht. Okay, dann kriegst du 8 Schaden. Nee. Wow. Voll ins Gesicht geschossen. Oder in den Sack. Hast du einen Sack? Das geht nicht. Er ist divers. Ja, das kann ich ja mal nachfragen. Weiter. Du darfst weiter, wenn du möchtest. Draufhauen. Ja, versuchen wir mal. Ja, er ist ja, er kommt ja irgendwie nicht zum Zuge. Du hast dich ausgeruht, du bist ja. 11. 11. Kannst du mal sehen, wie es uns mit dem Kessel auf dem Ohr ging hier? Ja, David, dafür konnte ich nicht bestellen. Nee, komm ich auch nicht hin. Gar nicht? Nein. So, er zieht seine nächsten Konfettikanone, würde treffen. Na, na! 3, 4. Euch beide. Getroffen. Ich weiche aus. Alter, 8 Schaden, was stimmt denn mit dir nicht? 3.
Lebt ihr noch an? Ja. Ja. Seid ihr noch alle da? Ja. Hast du noch ein Bier? Nee. Also ich greife nicht mehr an. Ja, irgendwie müssen wir ja zu Potte kommen. Ja, greifst du nur an. Ich hab nur Faktenwissen 3. Ich versuche ihn mal anzugreifen. Versuchen kannst du es ja trotzdem. Du möchtest nicht mal angreifen. Was möchtest du denn machen stattdessen? Zugucken. Hier, nicht wieder, da ist keine Bank zum Hinsetzen. Nee, ich komme auch nicht durch. Das hat fast geklappt. Ja. Ach, wir haben ja nicht alles für euch gemacht. 11. Ich auch nicht. Ach, würfel doch bitte nochmal auf Geschmeidigkeit. Nochmal auf Geschmeidigkeit. Du bist ja noch sehr nass und läufst da so ein bisschen im Raum rum. 7. Passt das wert, okay. Du musst nicht aufpassen, du bist nass, du musst nur fiesen und so. Kann ich nicht feucht sein? Warum muss ich das sein? Ich bin ein Er. Ach so. Ja. Wir haben schon gepinkelt, also. Ja. Er würde treffen. Euch beide? Ja, raus. 7, 9, 1. Nee, mich trifft er, mich trifft das. Den Rüstungsschutz kannst du nicht auf die Geschmeidigkeit draufnehmen. 3. Jetzt ist langsam auch hier inne. Dann noch 14. Nur? Gut, greif ich an. Wir müssen mal ein bisschen Schaden machen jetzt so langsam. Ja, mach ich ja, mach ich ja, mach ich ja. Warte mal, ist er so wieder frei? Ausgewichen. Oh. Ja, Abraham Lincoln ist eine harte Nuss, ne? Auch nicht. Mensch, Mensch, ihr seid aber in Ehrfurcht. Halt, Moment, ich bin noch dran. In Ehrfurcht erstarrt, er würde nicht treffen. Nein. Passt. Okay. Er weicht aus. Oh. Nochmal Geschmeidigkeit. Nein. Jetzt aber mal. Was will ich denn mit Faktenwissen 3 anfangen hier, Scheißkram? Faktenwissen, ja. Der kann nicht ausweichen. Jetzt. Finanzen? Nee, du greifst so doch an. Ja, warte. Das Schaden. Da musst du ihm einen Schaden beibringen jetzt. Bierig. Nein. Kein Schaden. Was ist das? Schwierig. Nee. Gut. Oder? Doch, gerade so. Was? Ein Griff. Bei? Ach so. Euch beide. Nee. Ich bin noch feucht. Na gut. Ich bin blutig. Ja, das ist trotzdem nix. Ja, du bist ja auch. 7 passt. Mhm. Passt auch bei okay. Ausweichen. Also peng, peng. Kommt jetzt an. Angriff. Ja. Fakten müssen. Fakten müssen. Ja, immer noch. Das ist ein Faktenmonster. Das oh, sehr gut. Ausgewichen. Also je tiefer, desto besser. Ja. Ja. Ah! Er kann nicht ausweichen. Muss jetzt Schaden? Schaden, bitte. Boah, 6 plus 2 Schwert. 8. Ich mach auch mal 8 Schaden. Ja, nur krieg ich sie. Okay, sie verteilen. Aber er sieht doch recht stabil aus. Hm. Los, jetzt mal einen Knick in den Hut. Er würde treffen. Euch beide? Wieder. Ja. Bin raus. Nicht raus. Okay. Angriff. Auf Fakten wissen. Passt. Okay. Er kann nicht ausweichen. Nochmal. Ein. Mit ein. Auf Schaden bitte. Wie viel Schaden du hast? 4. 4. Mhm. Oh, das tat ihm auch sichtlich wohl weh. Nee, ich mach nichts. Ich auch nicht. Die helfende Hand kann da nicht helfen? Dass ich da einen Fünfer rausmachen kann? Nein.
der würde treffen. Euch beide? Vier. Ausgewichen? Ich weiche auch raus. Okay. Ja. Drei. Nein. Er will es treffen. Vierer Schaden. Wie viel hat er denn? Das tat schon weh. Er hat jetzt nicht mehr so viel. Also er sitzt schon selbst ganz schön zusammengesunken auf seiner Couch. Auf seinem Hut. Auf seiner Lounge. Ich auch nicht. Aber er greift nochmal. Oh, das ist ein sehr guter Angriff. Greift nochmal nach seinen Konfetti-Kanonen. Für euch beide. Peng! Drei. Passt. Wie, hin? Wie ein junger Gott. Nee? Ach doch, Rüstung, habe ich ja noch eine. Nee, dann passt es. Nee, das hat jetzt mit der Rüstung zu tun. Achso, das hat ja nur einen Schaden. Nee, dann passt es nicht, dann krieg ich welche ab. Sieben Schaden. Minus ein. Ja. Sechs Schaden. Vier. Fünf, sechs. Oh, jetzt wird es langsam enger. Krass. Ich hab nur noch acht. Ausgewichen. Muss ich da jetzt noch hinmachen? Ja. Nee, ich will aber nicht. Ja, willst du das? Ich hab nur noch. Hier war ich noch. Was? Zwölf nur noch. Ich hab nur noch acht. Ich hab nur acht. Ja, ich habe noch plus drei. Kann ich ausweichen? Sechs. Plus die einen sieben. Du holst aus mit deiner Seife, haust ihm diese Seife an den Kopf, puff! Eine riesige Konfetti-Explosion. Das Konfetti rieselt auf euch hinunter. Noch mehr. Der Zylinder, der trudelt ganz langsam. Boden. Auf den Boden. Nicht auf den Boden. Welchen Boden denn noch? Ist denn in dem Zylinder was drin? Ist da was drin? Ja, du guckst auf den Zylinder. Ich nehme den Zylinder. Sie war jetzt schneller, also eher. Achso, eher. Ja gut, dann. Tatsächlich liegt da, ist da was in dem Zylinder drin? Hm? Da liegen zwei Konfettikanonen drin. Wenn ihr wollt, könnt ihr die mitnehmen. Ja. Was machen die? Angriff 1W6 plus 2. Und du kannst auf zwei Gegner gleichzeitig schießen. Ich nehme mal. Dann nehmen wir doch auch eine. Du hast nicht so viele Lebenspunkte. Eine. Das ist nur beim Schaden oder auch schon beim Angriff, beim Muckis? Schaden. 1W6 plus 2. Also nur beim Schaden. Also ja. Nur dann beim Schaden. Ja. Was war das? Ein 1W6 plus 2. Aufteilbar auf zwei Gegner. Du willst gerade eine Konfettkanone. Ja, nimm du doch, weil ich habe noch ein bisschen mehr Lebenspunkte wie du. Plus, so, das ist. Außerdem liegt da noch ein Schlüssel drin an dem Hut. Und die nehme ich natürlich. Das ist bestimmt für die mittlere Tür. Also, das ist ja wieder mal. Watson, das ist geil kombiniert. Können wir uns noch weiter im Zimmer umgucken? Kannst du tun. Mit? Faktenwissen? Ach nee, das ist so viel los. Aber also, guckt ihr euch doch mal um. Ja, ich hab mich mal um. Du wolltest hier eigentlich guckst, und ist jetzt aber auch nicht so viel. Ein Bild an der Wand, ein paar Kissen liegen da auf dem Sofa. Da liegt der Hut liegt da noch rum. Ich würde den Hut nehmen. Okay. Das ist ein Zylinder. Das hat einen Rüstungsschutz 1. So. Oder wisst ihr was? Schlagt euch doch mal auf den Zylinder. Nein! Aber
Aber ich würde mal versuchen, mit dem Schlüssel die mittlere Tür aufzuschließen. Du willst aus dem... Also dann müssen wir erstmal aus dem rechten Zimmer wieder rausgehen. Gehen wir mal raus und dann stehen wir auch vor der mittleren. Chris auch? Ja, ja. Ja, würfel mal auf Geschmeidigkeit. Oder vielleicht nehmen wir noch ein Kissen. Wenn du fällst, ja, dann fällst du weiter. Ja, genau. Kann ich nicht mit abtauchen. Nimm dir ein Kissen mit. Oh. Ich nehme ein Kissen mit. Du trocknest dich ab, oder? Ja. Okay. Dann brauchst du nicht auf Geschmeidigkeit. Ein Kissen. Ja gut, nimmst ein Kissen mit, alles klar. Wird mir schon was einfallen zum Kissen. Schalt Kissen auf. Den Schlüssel in der mittleren Tür aus. Ob der funktioniert wird. Ich bin fürs Schwert. Ja, passt in den Schlüssel noch rein. Dann schließen wir mal auf und stoßen die Tür auf. Ihr steckt den Schlüssel in das Schloss und hört wieder die Country-Musik spielen. Ein gelbes Licht kommt auf euch zu. Willkommen in Bögis Welt. Achtung! Sie betreten nun Teil 2. Damit habt ihr Teil 1 geschafft. Ihr könnt eure Lebenspunkte wieder auffüllen. Volle Pulle? Ja. Machen wir einfach hinten drauf oder was? Warum? Das weiß ich nicht. Mach doch nur. Mach mich doch nicht so an, Mann. Weißt du, jetzt fängt da wieder Streit an, merkst du? Jetzt streich ja seine Lebenspunkte weg. Ich mach nur. Fang hier keinen Streit an. Ich hol den mit Hesselhoff. Ist dein Charakter Boden. Wolltest du nicht noch das Volk im Land? Jetzt ist es zu spät. Meinst du, es hätte mir nichts gebracht? Weiß ich nicht. Teil 2 muss ich noch schreiben. Ah! Ich bin da wohl schon so gefreut. Ja. Toll, da freust du dich drauf, ne? Ich hab doch gesagt, es fehlt noch Welt, weil Bögis ist ja kein Label. Bögis Welt ist ein Label. Wie du da jetzt so drauf gekommen bist, also. Frage. Jetzt müssen wir aus dem Peniskopf in das W kommen. Was er gemalt hat, das sieht doch aus wie so ein Penis-Kopf. Die Eichelwolle, ne? Wir stehen jetzt praktisch hier. Wir stehen jetzt praktisch da. Und müssen jetzt so Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen ins Weh von Welt kommen. Ach, was seid ihr wieder für Pervers? Nein. Wir landen das hier noch irgendwann im Spielzimmer. Ich bin sehr, das hast du noch gar nicht gesehen. Sollten Sie vielleicht, bevor wir den zweiten Teil betreten, vielleicht auch mal angucken. Ja. Fragen, Wünsche, Hoffnungen. Was soll jetzt noch groß kommen? Der Penis. Du hast wirklich schon die. Es gibt auch eine Nacktfolge von Bögis Welt. Bitte nicht. Doch, gibt es ja. Bitte nicht. Bist du da nackt? Ja. Nein, die heißt nur so. Nein, die heißt nur so. Es war zufällig gerade Tag der Nacktheit und dann habe ich das auch so durchmoderiert. Und bin auch aufgestanden. Ja. Ach so, was im Bett vorne? Nein, ich habe gesessen vor dem Tisch, da sah man nur den bloßen Oberkörper. Aber warum? Weil es Tag der Nacktheit war. Nein, warum man nur den Oberkörper sieht? Weil der Tisch davor war. Ja, dann ist er doch mal aufgestanden. Ich bin ja dann auch aufgestanden. So was könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das dann in also der... Also was habt ihr für Eindrücke mitgenommen aus Bögis Welt? Bögis. Bögi ist krank. sehr schön gemacht, ja.
Ich weiß auch nicht, welche Pulver du noch im zweiten Teil verschießen willst, weil sehr viele Highlights hast du schon im ersten Teil verbraten. Muss mich überraschen lassen. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, wer ist dieser Bögi? Siehst du? Schon mehr drüber. Muss man. Würfel doch mal Fakten wissen auf. Was, wer oder was ist Bögi? Ja, dann müssen wir uns halt nochmal zusammensetzen, wenn ihr noch Lust habt. Oh je, ja, wenn ihr noch lustig seid. Dann ja. Muss ich es erstmal. Ich habe schon angefangen, aber es ist noch nicht fertig. Du musst mal die Endabschlusswelt machen. Und erklären, dass der eine Punkt ist da, wo wir sind und da, wo wir hinwollen. Also, genau, da oben. Da, da sind sie. Und, irgendwo anders wollen wir hin. Irgendwo müsst ihr dann weiterkommen, genau. Ja. Gut ausgerüstet seid ihr ja. Naja. Nicht? Voll bewaffnet, voll. Also möglichst haben wir. Gerüstet. Ja. An dir hängt es am Faktenwissen. Nur kein totes Freundchen. Hm. Aber du hast ein Kissen. Ja, was stimmt, was habt ihr denn eigentlich noch so alles in der Tasche? Ich habe El Sombrero als Rüstung plus 1 auf dem Kopf. Ein Schwert, wo ich nochmal W6 plus 2 Schaden machen kann. Und nochmal eine Konfetti-Kanone, wo ich W6 plus 2 Schaden sogar auf 2 verschiedene Gegner. Was bedeutet das eigentlich W6? W steht für Würfel. Ja, das ist klar, aber warum? Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kriegst auch einen 1W32 Würfel. Bei Beginnen gibt es 1W64 Würfel. Kennst du Backgammon? Jetzt schweifen wir wieder ab. Es ist ja nicht unbedingt zwingend, dass du immer einen maximal 6 Punkte Würfel hast. Es gibt auch Würfel, die haben 32 oder 64 Punkte. Und dann hast du halt das, was du würfelst. Zum Beispiel hättest du eine 64 und dann hättest du dann noch 2 Schaden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, spannend. Also selbst ich bin gespannt, wie Bögis Welt das Roleplay jetzt so weitergeht. Ihr auch? Auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal.